Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Hayek-Tage in diesem Jahr. Jährt sich zum 20. Mal der Terroranschlag vom 9. September. Und ich möchte Sie bitten, zur Ehrung der fast 3000 Toten und über 5000 Verletzten, sich kurz von Ihren Plätzen zu erheben. Vielen Dank. So, und damit steigen wir ein in das Programm, mit gleich dem ersten Highlight. Wir sind alle Fans von Tauschgeschäften. Gestern gab es die Auszeichnung, die Hayek-Medaille an unseren neuen Preisträger Martin Ronheimer. Ja, und heute kommt das Gegengeschäft. Wir freuen uns sehr über seine Rede. Martin Ronheimer. Lieber Herr Kurz, lieber Herr Habermann, liebe Hayek-Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, es bedarf nicht mehr großer Worte, auch keiner Captatio Benevolentiae, zumal das Thema meines heutigen Vortrags ja bereits wunderbar Ihnen vorgestellt wurde gestern Abend. Unter dessen Eindruck ich immer noch stehe, so leicht benebelt, nicht? Und ich hoffe, dass ich dennoch diesen Vortrag gut über die Runde bringe. Nun, Kapitalismus, die Wirtschaftsform des Gebens, die These, der Kapitalismus sei eine Wirtschaftsform des Gebens, zwingt eigentlich zu der Frage, gibt es auch andere Wirtschaftsformen, die eine solche Charakterisierung verdienen? Und meine Antwort lautet nein. Es gibt, zumindest gemäß dem Stand der Kenntnis dieser unserer real existierenden Welt und ihrer Geschichte, nur eine einzige Wirtschaftsform, die so charakterisiert zu werden vermag. Nicht nur die Geschichte, sondern auch theoretische Überlegungen sprechen dafür. Es gibt zwar andere Formen des Gebens, aber diese haben nichts mit Ökonomie zu tun. Deshalb meine These, der Kapitalismus ist nicht nur eine, sondern die Wirtschaftsform des Gebens. So möge denn die endgültige Formulierung des Themas, zu dem ich heute zu Ihnen sprechen darf, lauten: Kapitalismus, die Wirtschaftsform des Gebens. Punkt. Meine Grundthese, der Kapitalismus sei die Wirtschaftsform des Gebens, ist von dem US-amerikanischen Publizisten George Gilder inspiriert, der 1981 in seinem 2012 neu aufgelegten Buch Wealth and Poverty der Meinung Adam Smith widerspricht, Ausgangspunkt des wohlstandsschaffenden wirtschaftlichen Wachstumsprozesses seien Tausch und Arbeitsteilung. Gilder hielt dem entgegen, Capitalism begins not with exchange, but with giving. Der Kapitalismus beginnt nicht mit Tausch, sondern mit einem Geben. Und das heißt, am Anfang steht der Mensch, der Unternehmer und Geschäftsmann, sein Handeln und seine Ideen. Gemäß George Gilder und ich denke als Schüler der Österreicher Karl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Israel Kreutzer und viele andere geben wir ihm recht, hat also Adam Smith die für die kapitalistische Marktwirtschaft entscheidende Funktion des Unternehmers ungenügend reflektiert. In der Tat, Arbeitsteilung und in der Folge Tausch, Handel, Märkte gab es auch in nicht-kapitalistischen Ökonomien und in merkantilistischen Manufakturwesen. Selbst in der Landwirtschaft existierte immer eine gewisse Arbeitsteilung. Nicht alle waren Selbstversorger, denn nicht alle bauten Getreide an und nicht alle waren Viehzüchter. Einige spezialisierten sich auf Milch, Fleisch oder Geflügel, andere wiederum auf die Produktion von Wolle. Man trieb Handel und tauschte das eine gegen das andere zum gegenseitigen Vorteil. Auch hier spielten an sich, sofern die Obrigkeit nicht eingriff, die Gesetze von Angebot und Nachfrage und die Koordination durch den Preismechanismus allerdings nicht immer zugunsten der Allgemeinheit. Adam Smith hatte vom Industriekapitalismus und seinen hochinnovativen Wohlstandsschaffenden Dynamik nur eine leise Vorahnung. Sie zeigt sich in Aussagen wie,
zitiere aus dem Wohlstand der Nationen, zweites Buch, Kapitel 2, Zitat: Das feste Kapital hat die Aufgabe, die produktiven Kräfte der Arbeit zu steigern. Denn in einer Fabrik mit den besten Maschinen werden die gleichen Arbeiter weit mehr Waren herstellen als in einer mit schlechter Ausrüstung. Das hat jetzt nichts mit Arbeitsteilung zu tun, sondern das Kapital in Form von Maschinen. Mit anderen Worten, innerhalb der wohlstandsschaffenden kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Dynamik wirkt auch eine sehr sichtbare Hand, nämlich die des Kapitals. Wenn wir das nicht statisch, sondern dynamisch denken, wenn wir verstehen, dass Kapital nicht einfach da ist oder in der Form von Maschinen vom Himmel herabfällt, dann stoßen wir auf die Hände und Köpfe von Erfindern, Unternehmern, Investoren und Kapitalisten, Funktionen, die sich oft auf mehrere Personen verteilen, aber auch in einer einzigen zusammenfallen können und die ich jetzt der Einfachheit halber im Begriff des kapitalistischen Unternehmers und Innovators zusammenfassen möchte. Der kapitalistische Unternehmer und Innovator ist eine auf die Zukunft ausgerichtete Person, die von dem festen Willen getrieben ist und dafür eigene Ressourcen, Zeit und Talente investiert, ein Produkt herzustellen, das er für eine bestimmte Gruppe von Menschen oder für die breite Masse für nützlich erachtet und von dem er deshalb erwartet, es werde auf die Kaufneigung des Konsumenten stoßen oder eine solche hervorrufen. Erhoffte Rentabilität, Profitabilität ist also Voraussetzung für unternehmerisches Handeln. Die Aussicht auf Gewinn ist oft der dominierende, wenn auch nicht unbedingt der einzige Antrieb. Ungewissheit hinsichtlich der Zukunft und Risiko sind die unvermeidlichen Rahmenbedingungen. Bevor überhaupt die Güter für den marktwirtschaftlichen Tausch existieren, erbringt also der Unternehmer Kapitalist gewissermaßen eine Vorleistung. Statt Reichtum zu konsumieren, also gegen bereits existierende Konsumgüter einzutauschen, ihn zu horten und Talente brachliegen zu lassen oder für unproduktive Tätigkeiten zu verwenden, macht er ihn zu Kapital, das Neues bzw. weiteren Reichtum erzeugt. Hier wird zunächst einmal nicht getauscht, sondern gegeben. Freilich, es gibt auch andere Formen des Gebens. Aber sie sind nicht wirtschaftliche, produktive, wohlstandssteigernde Formen des Gebens. Sie gleichen rein ökonomisch betrachtet einem Nullsummenspiel, so etwa das wohltätige Geben aus Nächstenliebe und Barmherzigkeit, das Teilen und Verteilen in der Familie, unter Freunden oder in Solidargemeinschaften. Solches Geben ist für das Zusammenleben in jeder Gesellschaft wichtig, entscheidend vielleicht sogar. Es schafft vielfältigen, insbesondere auch geistigen und emotionalen Nutzen und Gewinn, aber keinen ökonomischen Nutzen im eigentlichen Sinne, weil es nicht materielle Knappheit durch das Schaffen von mehr überwindet, sondern lediglich Vorhandenes administriert und anders verteilt. Natürlich lebt der Mensch nicht vom Brot allein. Das Ökonomische und seine Logik sind nicht das einzig Wichtige für den Menschen und die Gesellschaft. Dass ich das sage, ist ja jetzt nicht verwunderlich. Dennoch gilt, auch die Pflege der Güter des Geistes bedürfen zunächst einmal der Existenzsicherung und der Versorgung mit materiellen Gütern. Erst eine Gesellschaft, die einen gewissen Wohlstand kennt, deren Glieder also von grundlegenden existenziellen Sorgen befreit sind, kann sich auch der Pflege der geistigen Werte widmen und die Kultur zum Blühen bringen. Wie bereits angeklungen ist, geht es in der Ökonomie gerade nicht um das Teilen oder Verteilen, sondern darum, aus weniger mehr zu machen. Mit knappen Ressourcen, die immerfort wachsenden und auch wechselnden materiellen Bedürfnisse einer ständig steigenden Anzahl von Menschen zu befriedigen. Das kapitalistische Geben ist seiner Intention und seinem Charakter nach also kein verteilendes, sondern immer ein wertschöpfendes Geben, welches die natürliche Knappheit durch die Schaffung von mehr aus weniger, durch das Schaffen von Überfluss überwindet. Und so ist es gekommen, dass im Kapitalismus nicht mehr wie in vorindustriellen Zeiten die große Masse der Menschen für eine Elite der Geburt und des Geistes arbeitet und Tag für Tag um das eigene Überleben kämpft, sondern eine geistig-unternehmerische Elite durch legitimes Streben nach Erfolg, Reichtum und Ansehen Wohlstand für die Massen erzeugt. Natürlich gab es in der Geschichte Formen des Wirtschaftens, also Methoden zur Lösung des Knappheitsproblems, die der Logik des Nullsummenspiels entsprechen, so etwa im antiken Rom, wo die Reichen nur auf Kosten der großen Mehrheit der Bevölkerung reich werden oder reich bleiben konnten.
Als Kompensation gehört es zum Standesethos des römischen Adels, jedes Jahr gewaltige Summen aufzuwenden, um die Plebs mit Getreidelieferungen und deren Verteilung stillzuhalten. Auch das war eine Form des Wirtschaftens und natürlich auch eine solche des Gebens, das aber lediglich dazu diente, den auf Macht und Patronage beruhenden Wohlstand der Oberschicht zu sichern und durch Zufriedenstellung der Massen die politische Stabilität aufrechtzuerhalten. Folge davon war eine chronische wirtschaftliche Abwärtsspirale, die auch durch die Armenfürsorge der antiken christlichen Kirche nicht aufgehalten werden konnte und schließlich zum Zusammenbruch des Systems führten. Denn auch das Ethos der Armenfürsorge und christlichen Barmherzigkeit der antiken Kirche, bezeugt in den Schriften von Kirchenvätern wie etwa Bischof Ambrosius von Mailand oder Papst Gregor dem Großen, beruhte auf derselben Nullsummenmentalität. Reichtum konnte nur durch Raub oder anderes Unrecht erklärt und verstanden werden. Und Ambrosius war sehr reich, kam aus einer sehr reichen Senatorenfamilie. Die Reichen, die Almosen spendeten, so predigten Ambrosius und Gregor, würden deshalb den Armen lediglich zurückgeben, was ihnen ohnehin gehörte. Aus damaliger Optik hatten sie damit in gewisser Weise recht. Aus damaliger Optik. Gleichzeitig stand man Handel und Gewinnstreben misstrauisch gegenüber, weil sie in antik-römischer Tradition, weniger in Byzanz, vor allem in der Optik von Übervorteilung und Ausbeutung verstanden wurden. Leider sind bis heute viele Theologen und Kirchenführer nicht über diese Sicht der Dinge hinausgekommen und deshalb werden auch Ambrosius und Gregor der Große immer wieder in kirchlichen Dokumenten zitiert. Diese ökonomische Nullsummenmentalität wie auch das Misstrauen gegenüber Handel und Profitstreben wurden erst im Mittelalter hinterfragt und zumindest theoretisch überwunden, als nämlich Philosophen, Juristen und Theologen zunächst erstaunlicherweise aus dem Franziskanerorden, so vor allem als erster Petrus Ioannis Olivi im 13. Jahrhundert und nach ihm viele andere bis hin zur Schule von Salamanca im 16. Jahrhundert, begannen von Kapital zu sprechen als von Geld, das durch seinen produktiven Gebrauch fruchtbar wird und auf diese Weise das Leben der Menschen verbessert. Dies war das Ergebnis der theologischen und juristischen Verarbeitung des aufkommenden Handelskapitalismus, der mit einem aufblühenden Bank- und Kreditwesen einherging. So finden wir etwa, wie der Wirtschaftshistoriker Raymond de Ruva berichtet, im Jahre 1308 in Florenz am Anfang eines Vertrags der Alberti-Handelsgesellschaft die Überschrift „Im Namen Gottes und des Gewinns, den Gott zum Wohl der Seele und des Leibes geben wird." Ähnliches findet sich in florentinischen Bankbüchern und flandrischen Kaufmannsverträgen dieser Zeit. Aus der moraltheologischen und juristischen Reflexion über diese Kombination von Profitstreben zur Ehre Gottes und Streben nach Verbesserung des irdischen Lebens entstand eine Tradition, die über die Schule von Salamanca schließlich zur Entstehung der klassischen Nationalökonomie der Zeit der beginnenden industriellen Revolution führte. Eigentliche kapitalistische Ökonomie des Gebens, die im Unterschied zu alleinigem Tausch und Handel und damit auch zum frühneuzeitlichen Handelskapitalismus dazu führte, dass aus weniger mehr wurde, dass der Output an Gütern, den Input an investierten Ressourcen, also sowohl in qualitativer wie auch in quantitativer Hinsicht nachhaltig zu übersteigen begann und aus Knappheit Überfluss wurde, findet sich zum ersten Mal im Industriekapitalismus des Ende 18. und des 19. Jahrhunderts. Zuvor war die Menschheit in der malthusianischen Falle gefangen gewesen. Kleinere oder größere wirtschaftliche Erfolge, die zu einer Anhebung des Lebensstandards der Bevölkerung führten, waren immer wieder durch das darauf folgende Bevölkerungswachstum oder durch Seuchen und Hungersnöte zunichte gemacht worden. Bis zur Schwelle des 19. Jahrhunderts verblieb die Menschheit trotz ständiger technologischer Verbesserungen mit gewissen Schwankungen, gemessen im Pro-Kopf-Einkommen, auf dem mehr oder weniger gleichen Wohlstandsniveau, eben mit kleinen Schwankungen periodischer Art. Bis plötzlich die Arbeitsproduktivität und nach einer gewissen Zeit auch der Lebensstandard der Massen in einer noch nie dagewesenen Weise anzusteigen begann durch die Verbesserung der hygienischen Verhältnisse, die Sterblichkeit drastisch sank und das entstand, was wir als modernen Massenwohlstand kennen. Nicht Massenreichtum oder Massenluxus,
Aber eine Welt, in der die Menschen generell eine bürgerlich gesicherte Existenz führen, in der sich die Lebensverhältnisse zwischen Superreichen und wenig Bemittelten hinsichtlich der Deckung von Grundbedürfnissen wie Nahrung, Wohnung, Hygiene, Gesundheit, Transport, Information und so weiter nur dem Grade nach, aber nicht grundsätzlich unterschieden. Auch Steve Jobs hat nur Mineralwasser getrunken, nicht? Und vielleicht noch Wein, aber vielleicht weniger guten als wir bekommen hier. Fließendes Wasser, Zentralheizung, Waschmaschinen, sanitäre Einrichtungen einer Art, weitere Mobilität, Internet, Zugang zu Informationen, zu Bildung, Urlaub in Übersee, vollgefüllte Regale in Supermärkten, gesundheitliche Versorgung, Sicherheit und so weiter, stehen heute nicht nur einem Bill Gates oder Warren Buffett, sondern auch Hans Müller und Liesel Mayer überall, ob in der Stadt oder auf dem Land, in der einen oder anderen Form zur Verfügung. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte. All dies entwickelte sich, obwohl kein Manna vom Himmel gefallen und nirgends der Reichtum der Reichen oder an die Armen verteilt worden war. Im Gegenteil, nichts war verteilt worden. Der Reichtum der Kapitalisten und der erfolgreichen Unternehmer, wie auch der langsam steigende Wohlstand der Massen, waren etwas, das neu geschaffen oder aus Bestehenden vermehrt wurde. Es war eben Wertschöpfung. Der Lebensstandard gewöhnlicher Bürger sollte bald jenen der Fürsten und Reichen vergangener Zeiten bei Weitem übertreffen, ohne dass diese deshalb ärmer werden mussten. Die neuen Superreichen waren keineswegs die früheren, sondern jene, die als Unternehmer und Kapitalisten, Investoren oder als beides zu Reichtum gelangt waren. Die kapitalistische Welt, in der, wie Ludwig von Mises es formuliert hat, war eine Welt, in der der Luxuskonsum von gestern zum Massenkonsum von heute geworden ist und der Luxuskonsum von heute der Massenkonsum von morgen sein wird. In dieser kapitalistischen Welt kann auf anständige Weise reich nur werden, wer auch andere reicher macht. Worin bestand und besteht das Geheimnis dieser dynamischen Entwicklung? Wie bereits angedeutet, lag es in der beständig ansteigenden Produktivität der Menschenarbeit, das heißt dem wachsenden Output an produzierten Gütern pro Arbeitsstunde, vor allem der Arbeit der Industriearbeiter, bald danach aber auch der Landarbeiter, denn auch die Produktivität der Landwirtschaft vervielfachte sich im 19. Jahrhundert im Gefolge der industriellen Revolution. Höhere Produktivität hieß nicht nur höhere Erträge, sondern für die Industriearbeiterschaft vor allem höhere Reallöhne. Nicht zuletzt auch durch die infolge der immer produktiveren Landwirtschaft stetig sinkenden Nahrungsmittelpreise. Die Preise sind im 19. Jahrhundert ständig gesunken, gerade für die Grundgüter. Doch woher kam dieser gewaltige Anstieg der Arbeitsproduktivität und schließlich auch der Quantität, vor allem der Qualität, vor allem der städtischen Infrastruktur? Er kam, insofern hatte Adam Smith recht, einerseits aus der Arbeitsteilung, deren massive Intensivierung jedoch selbst wiederum Wirkung einer anderen Ursache war, nämlich der technologischen Innovation, also dem von Adam Smith allerdings eben nur nebenbei erwähnten Maschinen, die die produktiven Kräfte der Arbeiter steigerten. Solche Innovation kam zunächst oft ganz bescheiden und unscheinbar daher, erzeugt von Technikern, Ingenieuren und Erfindern aller Art. Sie stammte aber auch aus der gezielt angestrebten, zunehmend auch durch institutionalisierte wissenschaftliche Forschung unterstützte innovativen Verbesserung bereits bekannter Techniken und Produktionsmethoden oder aber auch durch ganz neue, oft zufällige Entdeckungen, die aber, und das war die eigentliche Leistung, in ihrem Innovationspotenzial erkannt werden musste. Es genügt nicht, etwas zu entdecken, man muss auch noch entdecken, dass es eine Entdeckung ist und was man damit machen kann. Mit Hilfe oft gewaltiger Summen von investiertem Kapital, das entweder aus dem privaten Reichtum risikobereiter Vermögender oder aber aus dem akkumulierten Gewinn erfolgreicher Unternehmer oder Kapitalisten, Investoren stammte, die nach mehr strebten, bald aber auch mittels der Anteilsscheine der zumeist wenig begüterten Aktionäre großer Publikumsgesellschaften, wurden auf dieser Grundlage marktfähige Güter und Dienstleistungen entwickelt, die nach und nach das Leben der Menschen verbesserten. Hungersnöte und Seuchen verschwanden. Die Kindersterblichkeit nahm in Riesenschritten ab.
Die dadurch erzeugte Bevölkerungsexplosion konnte aber aufgefangen werden, und auch das ist ein Novum in der Geschichte, und führte schließlich infolge der Skaleneffekte der stetig zunehmenden Massenproduktion zu tieferen Preisen und damit ansteigenden Reallöhnen, gerade der Arbeiterschaft, was auch zur Folge hatte, dass Kinderarbeit zunehmend überflüssig wurde, um das Einkommen für eine ganze Familie zu erwirtschaften. Diese Erfolgsgeschichte steht jedoch ein weit verbreitetes, ursprünglich marxistisches Narrativ entgegen, das im 19. Jahrhundert besonders städtischen Intellektuellen, denen das vormalige Leben auf dem Land in seinem Elend, in seiner Härte und oftmaligen Grausamkeit unbekannt war und denen das deshalb plausibel erschien, das aber auch heute noch in Schulbüchern und Nachschlagewerken von Medien und von der Kanzel herab kolportiert wird und nicht aus der Welt zu schaffen zu sein scheint. Das Narrativ Kapitalismus und Industrialisierung seien im 19. Jahrhundert die Ursache von Pauperismus und Verelendung der Massen gewesen. Erst als die Gewerkschaften Druck machten und staatliche Sozialpolitik einzugreifen begann, habe, so erzählt es diese Geschichte, der Kapitalismus auch begonnen, endlich nicht nur für die Reichen, sondern auch für die breiten Massen vorteilhaft zu werden. Diese Geschichte stimmt, wie wir wissen, weder mit den historischen Fakten überein, noch kann sie aufgrund theoretischer ökonomischer Überlegungen als plausibel erscheinen. Kein seriöser Wirtschafts- oder Sozialhistoriker wird sie heute erzählen wollen. Zunächst, Hunger und Armut, kurz als Pauperismus des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts bezeichnet wird und damit verbundene, erzwungene, körperlich schädliche Frauen- und Kinderarbeit, waren in Wirklichkeit nicht vom Industriekapitalismus erzeugt. Sie waren auf dem Land vielmehr seit eh und je die Regel. Produktivitätssteigerungen der Landwirtschaft und damit verbundenes Bevölkerungswachstum am Ende des 18. Jahrhunderts bereits, aber auch immer wiederkehrende Hungersnöte, am berühmtesten jene infolge der irischen Kartoffelfäulnis, da sind wir schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts, trieben eben bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts immer wieder Massen mittelloser, vor allem junger Menschen und Scharen von Kindern, die auch aus erbrechtlichen Gründen in der Landwirtschaft keine Beschäftigung mehr finden konnten, in die Städte und Fabriken, wodurch erst das ganze Elend des Landes in den Städten sichtbar wurde. Dazu kam die Bauernbefreiung und die Aufhebung des Gewerbezwanges und des Zunftwesens, also die Gewerbefreiheit, was auch zu einer großen Abwanderung von Handwerkern in die Fabriken führte, wo sie allerdings aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation sehr gesucht und besser als die in die Industrien abgewanderte ehemalige einfache Landarbeiter entlöhnt wurden. Verbunden mit der industriellen Revolution war es also gerade der Kapitalismus, der diese Menschen zunächst einmal in Brot und Lohn brachte und die Grundlagen dafür legte, dass zum ersten Mal in der Geschichte die Probleme Armut, Hunger und Zwang zu Kinderarbeit überwunden werden konnten. Berufen kann man sich dafür auf den bekannten linken deutschen Sozialhistoriker Hans-Ulrich Wehler, ein Linker, der aber ein guter Historiker, es gibt sehr gute linke Historiker, der im Band 2 seiner deutschen Gesellschaftsgeschichte schrieb, der Pauperismus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sei nicht eine moderne kapitalistische Erscheinung gewesen. Vielmehr, ich zitiere, trat im Pauperismus eine säkulare Krisensituation zutage, die erst durch den erfolgreichen Industriekapitalismus nicht Ursache, sondern Retter bewältigt wurde. Ende des Zitats. Erstaunlich. In der Tat war etwa in Deutschland, wie die neuere Forschung zeigt, auch in ländlichen Gebieten die Armut dort am geringsten, wo es Fabriken gab. Denn sie boten hungernden und verelenden Massen die Möglichkeit zu überleben, wenn auch zunächst auf niedrigstem Niveau. Doch am Ende stand eine Erfolgsgeschichte, die alle damaligen Unheilspropheten Lügen strafte. Der katholische Sozialethiker Johannes Messner, zunächst unter dem Einfluss von Werner Sombart, ein Kapitalismus Verächter noch mit ein bisschen antisemitischem Einschlag, den er auch von Sombart übernommen hat und der damals in den 1920er Jahren so Mode war, schrieb 1964 in einer späteren Auflage seines Werkes Die soziale Frage über England Folgendes und er stützte sich dabei auf Daten von Josef Schumpeter. Ich zitiere:
Von 1800 bis 1913 hat sich die Bevölkerung verfünffacht, das Gesamteinkommen verzehnfacht, die Preise sind auf die Hälfte gesunken, das durchschnittliche Realeinkommen des Einzelnen hat sich vervierfacht. Dabei ist die Dauer der Arbeit für den Einzelnen fast auf die Hälfte gesunken, dazu außerdem die Kinderarbeit völlig ausgeschaltet und die Frauenarbeit sehr eingeschränkt worden. Ende des Zitats. Für Deutschland, so Messner, gelte Ähnliches. Ja, mehr noch, im 19. Jahrhundert sei Deutschlands Bevölkerung um 44 Millionen gewachsen. Die Reallöhne hätten sich dennoch mindestens verdoppelt und die Arbeitszeit um ein Drittel verringert. Das war nicht Folge von Sozialpolitik und von gewerkschaftlichem Druck. Natürlich konnten die Gewerkschaften partiell und lokal die Arbeitsbedingungen verbessern oder gar erfolgreich Druck auf die Löhne ausüben, das allerdings immer nur auf Kosten der Arbeiter in gewerkschaftlich weniger organisierten und unproduktiveren Industriezweigen, deren Löhne dann entsprechend sanken, typisch die englischen Arbeiter in der Schiffsindustrie, nicht? Die haben das erfolgreich praktiziert, aber die ganzen Zulieferdienste mit unqualifizierten Arbeitern, da sanken die Löhne, musste kompensiert werden. Ebenso führte die Sozialpolitik zu einer allmählichen Absicherung vor den wichtigsten Risiken der modernen industriellen Arbeitswelt. Die Gewerkschaften konnten jedoch nicht das Niveau des allgemeinen Wohlstands anheben, denn genau das ist einzig und allein als Folge einer generell ansteigenden Arbeitsproduktivität möglich. Diese vermögen auch nicht die Sozialpolitik oder irgendwelche Gesetze zu bewirken. Diese können bezüglich des wirtschaftlichen und damit verbundenen sozialen Fortschritts höchstens eine Funktion der Systemstabilisierung ausüben. Aber das können sie eben auch wieder nur, wenn die Produktivität entsprechend gestiegen ist. Die Voraussetzung für die Abschaffung der Kinderarbeit zum Beispiel der Gesetzlichen, die müssen zuerst einmal gegeben werden, sonst arbeiten die Kinder eben trotzdem, auch wenn es verboten ist. In seiner unter dem Titel »Das kalte Herz« erschienen Geschichte des Kapitalismus hat der Frankfurter Wirtschafts- und Sozialhistoriker Werner Plumpe die Vorstellung, erst die Sozialpolitik habe bewirkt, dass die Früchte des Kapitalismus endlich auch den armen Bevölkerungsschichten zugute gekommen seien, deutlich widerlegt. Er kommt zum Fazit, ich zitiere, der Kapitalismus ist und war von Anfang an stets eine Ökonomie der armen Menschen und für arme Menschen. Genauer der Unterschichten. Ende des Zitats. Zunächst, ja, der Kapitalismus war eine Ökonomie der armen Menschen. Denken wir an Erfinder wie James Watt, George Stevenson oder Thomas Edison. Unternehmergestalten wie John Rockefeller, der hat mausearm begonnen. Oder Andrew Carnegie. Oder an die Gebrüder Wright. Ihr technologisches Startkapital war ihr Fahrradgeschäft, die verkauften Fahrräder, denen sie buchstäblich Flügel verliehen. Das moderne Flugzeug entstand tatsächlich aus dem Fahrrad. Die haben das einfach weiterentwickelt. Mal schauen, ob wir damit fliegen können. Der Kapitalismus ist aber, wie Werner Plumpe schreibt, vor allem auch eine Ökonomie für arme Menschen. Arme Menschen bildeten damals die große Masse. Gerade gemäß der Logik des Kapitalismus war der kapitalistische Unternehmer wie nie ein wirtschaftender Mensch zuvor mit seinem gewaltigen Einsatz von Kapital auf die Massen dieser Menschen als Konsumenten, also als zahlende Abnehmer der von ihm produzierten Waren angewiesen und in all seinen Kalkulationen von ihnen abhängig. Deshalb führte der Kapitalismus notwendig zur Massenproduktion, zur Produktion von immer mehr und billigeren für alle erschwinglichen Gütern und weil auf diese Weise Reallöhne und Lebensstandard und damit auch die Bedürfnisse der Konsumenten wuchsen, zu qualitativ immer höher stehenden Gütern im Kapitalismus produzierte und handelte man nicht mehr wie zuvor für die Begüterten und Reichen, sondern eben für die große Masse. Natürlich hat auch der Kapitalismus, wie alles Menschliche, seine unschönen Seiten. Er kennt Helden, Mittelmaß und Bösewichte. Seine Erfolgsgeschichte ist nicht geradlinig. Und er hat auch seit jeher unter vielfältigen Einflüssen durch staatlichen Interventionismus gelitten.
Gesetzliche Monopole, Eingriff in die Preisstruktur, Subventionen, Schaffung von Markteintrittsbarrieren durch unnötige Regulierungen und zumal in Deutschland die höchstrichterliche Begünstigung von Kartellen, die man wie auch Schutzzölle im 19. Jahrhundert aus sozialpolitischen Gründen gerade auch von linker Seite befürwortete und förderte. Man denke an Gustav Schmoller, den Kathedersozialisten, der meinte, die Deutschen sollten auf die Bildung ihrer Industriekartelle stolz sein. Zitat. Den reinen Kapitalismus und die reine Marktwirtschaft hat es nie gegeben. Auch wenn der Mythos eines ungezügelten Kapitalismus der Vergangenheit weiterhin verbreitet wird. Auch heute geben nicht Laissez-faire und Neoliberalismus den Ton an, so in Anführungszeichen natürlich, sondern der aktivistische, interventionistische und regulierende Staat, der damit, ich renne hier offene Türen ein, das ist ja allgemein bekannt, den sogenannten Crony-Kapitalismus erzeugt. Die Einflussnahme der Großen und Finanzstarken durch Lobbying auf den Prozess der Regulierung, um die Gesetzgebung zu ihren Gunsten zu beeinflussen und sich damit einen Wettbewerbsvorteil zu ergattern. Herr Kurz hat daran erinnert gestern Abend. Schließlich sind es die geldpolitischen Verirrungen unserer Zentralbanken, die den Kapitalismus in Schieflage bringen mit all den Folgen wie Aufblähung des Finanzsektors, Zombifizierung der Wirtschaft, Stagnation der Reallöhne, Überschuldung der Staaten und Vermögenspreisinflation sowie eine schließlich daraus erwachsende zunehmende soziale Ungleichheit, die dem allgemeinen Gerechtigkeitssinn widerspricht und das Gefühl erzeugt, es werde mit gezinkten Karten gespielt. Warum werden die eigentlichen Verdienste und Stärken des Kapitalismus so wenig verstanden? Und das selbst in einer Zeit, in der trotz aller Verirrungen und Verzerrungen von Kapitalismus und Marktwirtschaft diese das Leben der Menschen dennoch ständig verbessern. Ein Grund ist meiner Ansicht nach ein weit verbreitetes Unverständnis, und da sehe ich den Kern der Sache, für die ökonomische Logik der Wertschöpfung. Näherhin dafür, was eigentlich den Wert eines ökonomischen Gutes ausmacht und was bzw. wer für seine Entstehung verantwortlich ist. Damit kommen wir zum Kern der Sache, wo ich, wie ich überzeugt bin, die von Karl Menger begründete österreichische Schule der Nationalökonomie die entscheidenden Gesichtspunkte liefert. Adam Smith meinte bekanntlich, auch hier allgemein bekannt in diesem Kreis, der Wert und damit der Preis eines Gutes werde durch die für seine Produktion aufgewendeten Kosten bestimmt. David Ricardo war der Ansicht, dieser Wert bestimme sich nach dem Maß der für seine Produktion aufgewendeten Arbeit. Karl Marx übernahm diese Lehre vom Arbeitswert und baute sie zu einer Ausbeutungstheorie aus. Eigentlich, so Marx, sind es doch die Arbeiter, die das Produkt und damit auch den Tauschwert durch ihre Arbeit erzeugen. Ihnen steht damit auch der Ertrag aus dessen Verkauf zu. Dieser wird aber vom Kapitalisten abgeschöpft. Dem Arbeiter wird als Lohn nur ausbezahlt, was er zu seiner Existenzsicherung braucht, sodass seine Arbeitskraft dem Kapitalisten erhalten bleibt. In dieser Aneignung des Mehrwerts durch den Kapitalisten besteht das Wesen der kapitalistischen Produktionsweise. Die marxische Ausbeutungstheorie könnte falscher nicht sein, denn sie unterschlägt, was ich die Arbeit des Kapitals nenne. Also die Arbeit des Kapitalisten und Unternehmers. Auch sie arbeiten. In der Regel weit mehr Stunden als der angestellte Arbeiter. Und in dieser Arbeit des Kapitals zeigt sich ein weiterer, der vielleicht entscheidende Aspekt der Wirtschaftsform des Gebens, der nur mittels der von Karl Menger begründeten subjektiven Werttheorie präzis erfasst zu werden vermag. Der Wert eines durch Arbeit erzeugten Gutes hängt weder von den dafür aufgewendeten Kosten oder der dafür erbrachten Arbeitsleistung ab, sondern allein von dessen zu erwartenden bzw. tatsächlichem Marktwert. Dieser Wert wiederum bemisst sich allein danach, ob und in welchem Maße das entsprechende Gut auch unter Berücksichtigung seiner Knappheit, Bedürfnissen, Präferenzen, Wünschen der Konsumenten entspricht. Die Schaffung bzw. die Entdeckung dieses Wertes ist jedoch nicht die Leistung des Arbeiters, des angestellten Arbeiters, sondern ausschließlich, und ich sage ausschließlich,
die des Unternehmers, Erfinders, Investors, Kapitalisten. Sie ist Frucht der Arbeit des Kapitals. Diese Arbeit des Kapitals besteht darin, Konsumentenwünsche zu entdecken, sie ja zu antizipieren und Produkte zu entwickeln, beziehungsweise in deren Entwicklung zu investieren, denn auch das Investieren ist eine unternehmerische Tätigkeit, die dann auch tatsächlich nachgefragt und gekauft werden und somit einen Erlös generieren, aus denen dann schließlich Löhne ausbezahlt werden können. Genau aus diesen Löhnen, das ist das berühmte Sayersche Gesetz, entsteht die Kaufkraft der Konsumenten und damit immer wieder neue Nachfrage nach Gütern, also effektive monetäre Nachfrage, nicht indem man den Leuten Geld gibt, sondern indem man ihnen Arbeit gibt und Löhne ausbezahlt. Dies ist es auch, was weitere Investitionen rentabel erscheinen lässt und die Aufwärtsspirale von Innovation und Wohlstandserzeugung antreibt. Unternehmer wie auch Investoren sind deshalb nicht Leute, die einfach andere für sich arbeiten lassen, mit einer Zigarre im Mund im Büro sitzen oder sich auf Golfplätzen herumtreiben, auch wenn sie das tun, und dann von den anderen geschaffenen Mehrwert abschöpfen. Vielmehr sind sie jene, die die Schaffung dieses Mehrwerts, ja des eigentlichen Marktwerts der erzeugten Produkte überhaupt erst möglich machen. Damit erzeugen sie viel mehr als die Arbeiter selbst, den Lohn eben dieser Arbeiter. Die eigentliche Ursache für den Lohn der Arbeiter sind die Kapitalisten, nicht die Arbeiter, die arbeiten. Die könnten gar nichts erzeugen ohne den Unternehmern, den Kapitalisten. Ja, mehr noch, sie schaffen ja die Arbeitsplätze, die deren Arbeit und Entlöhnung überhaupt erst ermöglichen. Dafür müssen Unternehmer Visionen haben, kreativ sein, wie gesagt, Risiken eingehen. Sie haben Skin in the Game. Sie sehen Dinge, die andere nicht sehen oder gar noch nicht existieren. Sie vollbringen also eine intellektuelle und organisatorische Leistung, die, wie gesagt, dem Arbeiter überhaupt erst ermöglicht, produktiv zu sein und einen entsprechenden Lohn ausbezahlt zu bekommen. Wenn Sie sich ehren, eben bekommen Sie die gelbe und schließlich die rote Karte, wie Herr Kurz gestern sehr schön das erklärt hat. Das Geben des Kapitalismus zeigt sich auch darin, dass der innovative Unternehmerkapitalist Arbeitsplätze schafft und Löhne auszahlt, allein in der Hoffnung, dabei einen Gewinn zu erzielen. Eine Hoffnung, die auf die Zukunft gerichtet ist. Der Arbeiter hingegen hat einen vertraglichen Anspruch auf seinen Lohn. Und dies hier und jetzt. Also bevor und prinzipiell unabhängig davon, welchen Gewinn der Unternehmer und der Kapitalist in der Zukunft machen. Auch hier kommt also das Geben vor dem Zurückerhalten. Es ist kein eigentlicher Tausch, sondern eine Spekulation des Unternehmers auf zukünftigen und immer ungewissen Gewinn. Und dafür muss er zuerst etwas geben. Wenn ich den Kapitalismus als die Wirtschaftsform des Gebens bezeichne, so meine ich damit also nicht, er besitze diese Eigenschaft aufgrund irgendwelcher moralisch guter Absichten beziehungsweise der Moralität seiner Akteure. Vielmehr ist gemeint, dem Kapitalismus gebühre diese Charakterisierung systembedingt, ganz unabhängig von irgendwelchen wohltätigen oder altruistischen Motiven der Akteure. Wirtschaftsform des Gebens ist der Kapitalismus aufgrund seiner systemischen Logik erfolgreiches Streben nach Gewinn und Reichtum einiger zur Bereicherung und Wohlstandsmehrung aller werden zu lassen. Der Markt und sein alles koordinierender Preismechanismus, wie auch der Wettbewerb, verändern dadurch ihren Charakter. Sie werden durch internationalen Handel und globale Wertschöpfungsketten zu einem weltweiten globalen Mechanismus des Wohlstands, dessen Treibstoff unternehmerische Visionen und Innovationen sind, einzelne Menschen also ihre Kreativität, ihr Scharfsinn und ihr Weitblick, ihre Risikobereitschaft und ihr Durchsetzungsvermögen, ihr Organisationstalent und die Finanzkraft derer, die ebenfalls mit unternehmerischem Gespür in ihre Projekte investieren. Darauf und auf nichts anderem beruht letztlich unser Wohlstand. Und das wäre zu vermitteln. Dem wird jedoch heute entgegengehalten, damit komme ich zu einem allerletzten Punkt. Der Kapitalismus sei immer Raubbau am Planeten gewesen. Man kann dieses Thema heute nicht aussparen, man muss darauf eingehen. Und es sei es noch heute, er zerstöre die Lebensgrundlagen des Menschen und damit auch seine eigene Grundlage. Und deshalb müssten wir seine Logik des Wachstums aufgeben. Was ist dazu zu sagen? Fortschritt ist immer auch Umweltbelastung und Zerstörung. Ganz besonders die Landwirtschaft, das ist das, was am meisten die Umwelt zerstört, die Natur. Auch ist ein gravierender Eingriff in die Natur. Sie reduziert die Artenvielfalt auf drastische Weise und drängt die Natur zurück. Zivilisation generell
ist ein Eingriff in die Natur. Doch so könnte man erwidern, so what? Warum sollte das denn schlecht sein? In der Tat ist es nicht an sich schlecht, denn die Natur ist zwar Ressource und wir sind selbst Teil von ihr, auf sie angewiesen und wir benötigen und lieben sie als unsere Umwelt, als Erholungsraum, als ästhetischen Genuss und Quelle von Inspiration aller Art. Sie selbst verhält sich aber in Bezug auf uns alles andere als eine liebende Mutter. Vielmehr ist sie egoistisch und unsolidarisch, ja, unerbittlich, grausam und gewalttätig. Gemäß der biblischen Offenbarung war das vom göttlichen Schöpfer ursprünglich nicht so geplant. Er hatte den Menschen am Anfang, wie es heißt, eine vollkommene Herrschaft über die Naturgewalten verliehen. Durch das, was die Bibel als die Vertreibung aus dem Paradies infolge des Sündenfalls, des Missbrauchs der menschlichen Freiheit zur Rebellion gegen Gott beschreibt, ist die Natur zur Feindin des Menschen geworden. Das ist die jetzige Realität. Naturgewalten aller Art suchen die Menschen seit Jahrtausenden und auch heute noch heim. Kälte, Hitze, Hurrikane, Erdbeben, Tsunamis, Überschwemmungen, Vulkanausbrüche, Bakterien, Viren und in deren Gefolge oft Hungersnöte, Epidemien und eine Vielzahl anderer Übel. Nicht, weil sich die Natur geändert hätte, sondern weil sich der Mensch geändert hätte, gemäß der mindestens des Glaubens, des christlichen Glaubens, der auf der Bibel beruht. Nachhaltiger Wohlstand ist erst möglich geworden durch die zunehmende Beherrschung, Zähmung, Unterwerfung dieser Natur, ihre Eindämmung, Kontrolle und durch die produktive Nutzung der von ihr bereitgestellten Kräfte und Ressourcen. Also in einer gewissen Weise ist moderne Technik, Wissenschaft und Technik eine Kompensation dessen, was wir durch den Sündenfall verloren haben. Dabei haben wir die Natur verändert. Nicht immer zu ihrem Besten, das ist wahr, aber zumeist zum Besten des Menschen. Und genau das ist das ethisch Entscheidende für mich. Denn es geht letztlich immer nur um den Menschen. Denn nur in ihm findet sich das Ebenbild Gottes, finden sich Geist und Freiheit. Und er allein ist als individuelles Wesen auf Ewigkeit hin angelegt, besitzt deshalb Würde und ist Subjekt von unveräußerlichen Rechten. Die erste Phase von Industrialisierung und Kapitalismus zeichnete sich in der Tat durch einen enormen Ressourcenverbrauch mit enormen Folgeschäden für die Umwelt aus, was bei vielen schon bald die Befürchtung weckte, dieser Prozess könne nicht nachhaltig sein. Die seit Ende des 19. Jahrhunderts in immer neuen, wieder neuen Variationen vorgebrachten Unheils- und Untergangsszenarien erwiesen sich aber im Nachhinein immer als falsch. Die Kombination von technologischer Innovationskraft, marktwirtschaftlichem Wettbewerb und unternehmerischem Gewinnstreben mit dem Zwang zur stetigen Minimierung der Kosten haben dazu geführt, dass diese Szenarien nie eintraten. So wird heute durch die Intensivierung der Landwirtschaft der Natur immer mehr Terrain zurückgegeben. Und selbst der Klimawandel hat neben seinen offenkundigen Gefahren auch seine positiven Seiten. Gemäß einem Bericht der NASA aus dem Jahre 2016 hat die Grünfläche auf unserer Erde im Laufe der letzten 30 Jahre um eine Fläche von der Größe der USA zugenommen. Und der amerikanische Umweltwissenschaftler J.C. Ossubel von der Rockefeller University diagnostiziert für die USA eine sukzessive Wiederkehr der Natur, the return of nature. Selbst die Sahelzone wird zunehmend grüner, nicht zuletzt infolge der durch die Erwärmung erhöhten Verdunstung im Indischen Ozean und dadurch verursachten stärkeren Regenfällen. Das sind Tatsachen, die wir, wie wir heute aufgrund von Satellitenbildern, sehr gut dokumentieren können. Wie der MIT-Ökonom Andrew McAfee, den Sie sicher kennen, 2020 in seinem Buch More from Less, mehr von weniger, auch auf Deutsch erschienen unter diesem Titel, zeigte, führt gerade der kapitalistisch-marktwirtschaftliche Wettbewerb, den Friedrich August von Hayek ja bekanntlich ein Entdeckungsverfahren nannte, dazu, dass sich wirtschaftliches Wachstum nach und nach vom Ressourcenverbrauch abkoppelt. Wir produzieren immer mehr, besser und billiger mit immer weniger Ressourcen. Der hochentwickelte, fortgeschrittene Kapitalismus, darin eingeschlossen die kapitalintensive industrielle Landwirtschaft, ist also kein Raubbau an der Natur und führt keineswegs zu ihrer zunehmenden Zerstörung. Im Gegenteil, in den USA kann man beobachten, wie die landwirtschaftliche Anbaufläche zunehmend zurückgeht, aber der Output steigt. Vielmehr führt er zur Beherrschung und zunehmenden Schonung der Natur durch menschliche Intelligenz und unternehmerische Kreativität. Genau das war der Schöpfungsauftrag, wie wir ihn aus der Bibel kennen. Macht euch die Erde untertan.
aber in einer Weise, die sie nicht zerstört. Dies tat und tut heute noch der Sozialismus, sondern vielmehr so, dass sie Nahrung und Wohlstand für alle Menschen schafft. Nicht durch Einschränkung also, sondern durch richtig verstandenes Wachstum. Wobei Wachstum nicht immer mehr vom Gleichen, sondern immer wieder Neues und immer mehr Innovation heißt und damit auch die Lösungen für die Probleme der Zukunft erzeugt. Wachstum ist ein Lösungserzeuger. Allerdings, viele dieser Erfolge, da gebe ich McAfee recht, wären vermutlich ohne den Einfluss der ökologischen Bewegung seit 1970 und darauf folgende maßvolle und kluge gesetzliche Vorgaben nicht erzielt worden. Denken wir an den Fahrzeugkatalysator, dem wir die saubere Luft in unseren Städten verdanken, die so sauber ist, dass wir sie heute wieder als schmutzig empfinden, nicht? Das ist natürlich ein Wohlstandsproblem. Das hätte der Markt alleine meiner Meinung nach kaum hervorgebracht. Es bedurfte gesetzlicher Vorgaben. Auch wenn die Annahme und entsprechende Theorien der Markt hätte es allein schaffen können, theoretisch interessant sind, so entbehren sie doch jeglicher empirischen Grundlage und sind kontrafaktisch. Sie scheinen mir deshalb praktisch wenig relevant für die Welt, in der wir effektiv leben, mit all ihren historisch gewachsenen, sozialpsychologisch unhintergehbaren und machtpolitischen Bedingtheiten und Zwängen. In dieser realen Welt, in der wir leben und nicht durch die Konstruktion einer anderen, aus theoretischen Prämissen abgeleiteten und deshalb angeblich vollkommeneren Welt, müssen wir heute gegenüber einem übermächtigen Staat die Freiheit verteidigen. Ähnlich würde ich bei der Frage der Klimaerwärmung argumentieren, auf die ich hier aber nicht mehr eingehen kann. Jedenfalls, wir müssen auf die voraussichtlichen Gefahren des Klimawandels, woher er auch immer kommen mag, mit klugen, realistischen Regeln reagieren, die das innovative Potenzial des kapitalistischen Gewinnstrebens ausschöpfen und die dafür nötigen marktwirtschaftlichen Anreize schaffen, ohne aber just dieses Innovationspotenzial durch freiheits- und wachstumsfeindliche regulatorische und sonstige politische Interventionen auszuhebeln. Wir müssen aber auch lernen, die Chancen des Klimawandels auszuschöpfen und uns an seine Folgen anzupassen. Dabei dürfen wir sicher sein, dass Neues entstehen wird. Neues, das wir noch nicht kennen und uns auch nicht vorzustellen vermögen, dass unternehmerische Kreativität und Innovation Lösungen erzeugen werden, von denen wir heute noch nicht einmal träumen können. Das Interessante an der Geschichte ist, dass sie immer und zu jedem Zeitpunkt unvorhersehbar ist. Prognosen und Zukunftsmodelle lagen bisher immer falsch, denn sie beruhen auf den Möglichkeiten und Technologien der Gegenwart. Gerade kapitalistisches Unternehmertum und Marktwirtschaft geben uns aber die Sicherheit, dass die technologische Zukunft anders aussehen wird, als wir uns das jetzt vorstellen. Jetzige Unheilsprognosen können insofern nützlich sein, als sie die menschliche Innovationskraft antreiben. Dies kann allerdings nur unter der Voraussetzung gut gehen, dass die Politik sich zurückhält, keine falschen innovationsfeindlichen Weichen stellt, sondern vielmehr dem kapitalistischen Unternehmergeist, der Wirtschaftsform des Gebens eben und marktwirtschaftlichen Prozessen möglichst freie Bahn gewährt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht nur ein Tausch war, sondern dass ich Ihnen etwas gegeben habe, und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus